Nein, das hat keinen Zweck. Da ist nichts zu sehen. Ist denn außer mir noch hier? Mein Gott, der Getränkeverkäufer. Oh Mann, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Das ist ja noch viel schlimmer, als Gomez mir das geschildert hat. Die Haut spannt sich wie Pergament über den Knochen. Irgendwas oder irgendwer hat den armen Kerl ausgesaugt. Furchtbar. Jetzt muss ich aber schnell weg von hier, sonst könnte ich noch in Schwierigkeiten mit der hiesigen Polizei kommen. Den kann ich wohl die Story vom großen Unbekannten angesichts dieser Situation schwer schmackhaft machen. Aber langsam will ich wissen, welches Spiel hier gespielt wird. Ich muss in Erfahrung bringen, wer oder was hinter diesen Gräueltaten steckt. So, aber jetzt mal zurück zur Libelle. Zurück zu Gomez, dann ins Hotel, Kleidung wechseln und... Zugegeben, eitel war ich schon ein wenig. Aber ein Mann in meinem Alter, 33 schlappe Jahre, sollte schon etwas auf sein Äußeres geben. Natürlich, ich habe eine Vorliebe für schicke Kleidung, schnelle Wagen und schöne Frauen. Mein Friseur ist auch nicht gerade billig, aber das braucht man im Geschäftsleben und privat sollen die Aktien ja schließlich auch nicht fallen. Zwar hat mir meine dunkel getönte Brille schon öfters den Ruf eines arroganten Playboys eingebracht, doch meine empfindlichen Augen können nun mal nicht so viel Licht vertragen. Und ich schwöre Ihnen, meinen Schnurrbart habe ich schon zwischen Nase und Mund gehabt, als ich Thomas Magnum jeden Tag rasierte. Nun ja, ich stand also fix und fertig, umgekleidet in meinem Hotelzimmer vor dem Spiegel, überprüfte noch mal kurz mein Äußeres und war gerade im Begriff zu gehen, als das Telefon schrillte. Ja, hier ist Dan Cross. Hallo, Dan. Ich vergaß es vorhin, Ihnen zu sagen. Ich darf Sie doch heute Abend zum Essen erwarten. Oh, Mr. Gomez, das tut mir leid, aber ich habe mir für heute Abend schon einige private Dinge zur Erledigung vorgenommen. Ich denke, wir sehen uns morgen, aber trotzdem vielen Dank für die Einladung und buenas noches, Señor Gomez. Buenas noches. Wirklich sehr aufmerksam von Señor Gomez. Ein echter Gentleman. Doch ich hielt es für ratsam, ihn nicht über mein wirkliches Vorhaben zu unterrichten. Mein Aston Martin stand bereits aufgetankt vor dem Hotel und beim Portier lag eine Landkarte der Gegend, die ich mir hatte besorgen lassen. In einer Stunde konnte ich an der Pyramide sein. Ein bisschen unheimlich war mir schon, nach dem, was ich heute bereits erlebt hatte. Etwa das gleiche Gefühl wie damals als Kind, nachts aus dem Fenster und dann ab über den Friedhof. Aber ich glaubte nicht an Gespenster und wenn es diese Bettlakentypen gab, dann sollten sie sich vor Dan Cross in seinem Indiana Jones Abenteuer-Outfit in Acht nehmen. Der Weg zur Pyramide ist doch etwas länger, als ich gedacht habe. Aber auch bei diesen Straßen... Jetzt will ich noch in die Karte schauen. Ah ja. Da geht's lang. Also ein bisschen Musik wäre jetzt ganz okay. Allerhand Viehzeug hat's hier im Dschungel. Ich glaube, ich schließe mal lieber das Verdeck. Also Manieren haben diese mexikanischen Radiosender. So eine Einlage und dann Sendepause. Also jetzt fehlt nur noch, dass das Auto stehen bleibt. Na komm, 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 komm. Komm, so war das doch nicht gemeint. Hallo. Das gibt's doch nicht.
aus. Fertig. Gibt keinen Mucks mehr von sich. Naja, aber allzu weit kann die Pyramide ja nicht mehr sein. Meine Taschenlampe. Ach, jetzt geht das wieder los. Ist aber auch stockdunkel hier drin. Selbst die Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Ach, da ist sie ja. Und hell macht sie auch. Na dann mal los, Dan. So. Jetzt da links lang. Ah ja, richtig. Da sind ja schon die Touristenbuden. Der neue Eingang war aber weiter westlich. Genau, hier ist es. Nur ein Dämonendiener kann es wagen, nach diesen Vorfällen die unheilige Pyramide zu betreten. Doch er soll nicht weit kommen. So, dann wollen wir doch mal sehen, wohin dieser Stollen führt. Was ist das auf dem Boden? Ein Zeichen. Ein fünfzackiger Stern. Hier sind wohl schon ein paar russische Weltbummler gewesen. Aber das ist kein gewöhnlicher Stern. Er ist unbeschadet über das Pentagramm geschritten. Und er weicht nicht zurück. Dann warte, du Dämonenknecht. Dann wird dich der heilige Meteorit zermalmen. Hey, was soll das denn? Eine riesige Felskugel rollt auf mich zu. Sieht ja auch nicht gerade aus wie ein Willkommensgruß aus dem Kegelclub. Die hat auch ganz schön Geschwindigkeit drauf. Also ich habe jetzt keine Lust, Murmel zu spielen. Ich nehme mal besser die Beine in die Hand. Ah, da hinten Rezeller. Wo dich der heilige Meteorit hintreibt, erwartet dich schon das Dämonenfeuer. Die blauen Flammen werden dich aufhalten, Dämon, und dich den Meteoriten opfern. Mein Gott, da schlagen Flammen aus der Wand. Blaue Flammen. Und ich muss hindurch, wenn ich nicht von den Felsen erdrückt werden will. Mir bleibt nichts anderes übrig. Mit einem gewaltigen Satz sprang ich auf das blaue Licht zu und hindurch. Mir blieb die Luft weg. Einen Moment lang verlor ich die Kontrolle über meinen Körper und stürzte. Die Taschenlampe. Ich hatte meine Taschenlampe verloren. So lag ich auf dem Boden, tastete nach der Lampe und wartete bange Schrecksekunden lang auf den unvermeidlichen Aufprall des Felsenballes. Nichts. Der riesige Stein wurde in den blauen Flammen zu Staub zerstrahlt. Da, das musste die Lampe sein, was ich auf dem Boden berührte. Ich griff danach. Der Boden unter mir gab nach und ich stürzte in die Tiefe. So wird es sein. So soll das alles verzehrende heilige Wasser dem Dämonendiener das ihm gebührende Ende bereiten. Na, das ist ja hier wie auf einer Rutschbahn. Hey, und jetzt soll ich vielleicht auch noch schwimmen gehen. Wasser. Denn, Junge, halt die Luft an. Oh, ist das eine stinkende Brühe. Und jetzt raus hier. Mann, das ist ja wie auf einem Rummel. Also gegen das hier ist ja eine Geisterbahn in aufgeplatzter Turnschuh. Aber seltsam. Von wo kommt denn das Mondlicht? Und auch noch Vollmond. Das muss der obere Teil der Pyramide sein, den der Blitz freigelegt hat. Und das hier? Ha, das sieht ja aus wie eine Grabkammer. Tatsächlich.